Und wir befinden uns im April 2021 und ja, ihr habt wieder eingeschaltet, um die aktuelle Zinsentwicklung mit mir gemeinsam zu analysieren. Wir gucken uns an, was hat sich im März so getan, wo befinden wir uns heute und stellen auch Prognosen auf, wo es in Zukunft hingehen wird. Wenn euch das alles interessiert, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Wir schreiben April 2021 und werfen einen Blick auf die Zinsentwicklung der letzten 4 Wochen. Und wir beginnen heute damit, dass wir einen Blick auf den aktuellen Swap werfen. Und hier nochmal der Hinweis, also der Swap ist nicht gleich der Baufinanzierungszins, aber er dient eben als Indikator für ja, den Trend der Baufinanzierungskonditionen. Und das ist der Swap der letzten 4 Wochen. Hier oben in Grau der 15-Jahres-Swap, hier unten in Blau der 10-Jahres-Swap. Und wir sehen, beides bewegt sich auf einem relativ gleichbleibenden Level. Also wir haben hier kaum Schwankungen zu verzeichnen. Allerdings, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Anfang des Jahres, also wenn ich hier jetzt mal den Swap aufrufe seit Anfang des Jahres, können wir schon erkennen, wir befinden uns hier ja, seit Jahresbeginn schon so ein bisschen an der Spitze und das ist ja auch die Erkenntnis, die wir im letzten Video vor 4 Wochen schon ja, erlangt haben. Und ich denke nach wie vor, das gibt halt immer gewisse Schwankungen und aktuell befinden wir uns halt an so einer kleinen Spitze der Schwankungen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Indikator dafür ist, dass die Konditionen weiter nach oben steigen, aber das müssen wir beobachten. Also letztendlich kann ich da auch nur meine persönliche Meinung jetzt widerspiegeln, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir jetzt mal 4 bis 8 Wochen warten, dass dann eben diese Spitze auch wieder ein bisschen nach unten abflacht. Weil wenn wir uns jetzt mal die Historie der letzten 10 Jahre zum Beispiel anschauen, auch da werfe ich immer gerne noch einen Blick drauf. Also wir sehen, auch wenn wir hier jetzt gerade so eine kleine Spitze haben, wir sind historisch gesehen immer noch auf einem absolut niedrigen Level. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, es gibt auch Signale dafür, dass wir jetzt langfristig mit höheren Zinsen rechnen müssen. Selbst wenn der Leitzins jetzt erstmal niedrig bleibt, weil die Experten unter euch, die wissen ja, der Leitzins, das ist ein kurzfristiger Zins, also der hat jetzt nur bedingt was mit den Baufinanzierungskonditionen zu tun, die ja auf lange Sicht eben gesichert werden. Was hier viel relevanter ist, ist die Rendite, die man für Bundesanleihen bekommt mit der langen Laufzeit, also einer Laufzeit von zum Beispiel 10 Jahren. Weil hieran sind direkt die Baufinanzierungskonditionen gekoppelt, also zum Beispiel Baufinanzierungskonditionen mit einer Zinsbindung von 10 Jahren. Also einfach gesagt, gibt es hohe Renditen für Bundesanleihen, haben wir gleichzeitig auch hohe Baufinanzierungszinsen. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Aufgrund der nationalen und auch europäischen Konjunkturprogramme zur Bewältigung von der Corona-Pandemie erwarten jetzt Experten einen Anstieg der Inflation. Und ein Anstieg der Inflation bedeutet im gleichen Zuge, dass auch die Renditen der Bundesanleihen steigen. Und ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft. Und wenn wir uns diese Theorie jetzt so anschauen, dann überrascht auch die Neuigkeit der KfW von letzter Woche gar nicht mehr so stark. Und zwar die KfW letzte Woche am Freitag, dem 26.03., die Konditionen in einigen Programmen erhöht. Und welche Programme hier genau betroffen sind und wie die Konditionen gestiegen sind, das schauen wir uns heute auch noch an, allerdings am Ende des Videos. Die Frage, die ich mir jetzt mit euch gerne erstmal stellen möchte, was sagt uns denn hier die KfW-Erhöhung? Und man muss halt wirklich dazu sagen, die KfW erhöht deutlich seltener die Konditionen oder passt deutlich seltener die Konditionen an, als es jetzt die klassischen Banken tun. Also kann man natürlich jetzt hier schon sich die Frage stellen, rechnet jetzt auch die KfW mit langfristig einem etwas höheren Zinstrend? Da würde mich auch mal eure Meinung zu interessieren. Nutzt gerne die Kommentare, schreibt gerne mal da rein, was ihr zu dieser Thematik glaubt und ob ihr denkt, dass die Zinsen jetzt ja so langsam wieder ansteigen werden. Schauen wir uns hier aber gerne nochmal an, was die klassischen Banken so die letzten Wochen gemacht haben. Und ja, das hier, das ist ja so meine Übersicht mit den Informationen, die mir die Banken eben zuspielen, wenn sich da irgendwas ändert, zum Beispiel an den Konditionen, sind so die häufigsten Informationen, die hier eben über dieses Tool bei mir eingespielt werden als Vermittler. Und hier sehen wir, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die Banken so gemacht haben, wir haben hier eine Konditionserhöhung. Hier haben wir bei einer anderen Sparkasse Köln-Bonn eine Konditionserhöhung. Senkung. Und das zieht sich, wenn ich jetzt so ein bisschen nach oben blättere, zu den aktuelleren Informationen eigentlich durch die Bank weg so durch. Also es gibt ein paar Banken, die haben die Konditionen da jetzt vor kurzem erhöht. Es gibt wieder ein paar andere Banken, die haben die Konditionen
gesenkt. Und das ist jetzt nur eine Ansicht der letzten 7 Tage. Wenn ich jetzt noch weiter nach zurückgehen würde, würden wir das ähnlich sehen. Also wir sehen, so einen klaren Trend können wir jetzt hier nicht erkennen der letzten 4 Wochen. Von den Bankanpassungen. Das liegt aber ein Stück weit daran, dass die Banken deutlich agiler sind, was die Konditionsanpassungen angeht. Das heißt, wenn wir uns jetzt, wie gesagt, nochmal in Gedanken zurück an den aktuellen Swap erinnern, der momentan ja so ein bisschen an der Spitze ist, viele Banken haben dann eben schon rechtzeitig in weißer Voraussicht die Konditionen nach oben ein bisschen angepasst und vielleicht ein Stück weit auch zu hoch in weißer Voraussicht, sodass da jetzt letztendlich die letzten Wochen wieder eine Senkung eben platziert worden ist. Deswegen also hier jetzt anhand von den aktuellen Entwicklungen der einzelnen klassischen Banken ist es sehr schwankend. Da kann man jetzt nicht wirklich einen langfristigen Trend rauslesen. Wie versprochen, schauen wir uns jetzt aber nochmal im Detail die KfW-Erhöhungen im Detail an, und konkret beziehen sich die Erhöhungen nämlich auf die Programme 124, das ist das Wohneigentumsprogramm, das Programm 151 und 152, das ist das Programm Energieeffizient sanieren, und das Programm 153 Energieeffizient bauen, also quasi so die Klassiker, die beliebtesten Programme hier bei der KfW. Beginnen wir mal mit dem Wohneigentumsprogramm. Das ist ja das Programm, das ihr immer dann in Anspruch nehmen könnt, wenn ihr eine Immobilie zur Selbstnutzung kauft oder baut. Und da es jetzt bei allen KfW-Programmen immer so verschiedene Modelle gibt, gucken wir uns jetzt mal anhand von dem klassischsten Modell die Konditionsentwicklung an. Klassisch meine ich damit 10 Jahre Zinsbindung bei Mindesttilgung und bei einem tilgungsfreien Anlaufjahr, was die KfW ja immer hier fordert. Und hier lag die KfW im Wohneigentumsprogramm bisher bei einem Zins von 0,84% Sollzins, und da hat die KfW jetzt auf 1,01% erhöht, also eine Steigerung von 0,17 Prozentpunkte. Beim Programm Energieeffizient bauen schauen wir uns das Programm 152 jetzt mal ganz konkret an. Das sind die Einzelmaßnahmen bei energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen. Und hier lag der KfW bisher bei 0,75, also ein einigermaßen guter Zins meines Erachtens nach. Und da wurde jetzt auf 0,9% erhöht, also ein Anstieg von 0,15 Prozentpunkte. Und das ist halt schon ein Zins, genau wie beim Wohneigentumsprogramm auch. Da glaube ich, dass die klassischen Banken da diesen Zins doch nochmal toppen können. Also da ist die KfW vom reinen Darlehenszins ja nicht mehr so gut, wie es vielleicht zu erwarten wäre. Bei dem Programm Energieeffizient bauen, das ist die Programmnummer 153, da lag der Zins bisher bei 0,95%, und er wurde ebenfalls jetzt um 0,15 Prozentpunkte auf mittlerweile 1,1% erhöht. Und ja, auch das muss ich sagen, ist hier jetzt kein Top-Zins mehr. Je nachdem, wie viel Eigenkapital ihr in so eine Finanzierung mit einbringen könnt, bin ich mir sicher, dass eure klassische Bank, vielleicht eure Hausbank, diesen Zins nochmal deutlich toppen kann. Allerdings der große Vorteil halt insbesondere jetzt bei den Programmen Energieeffizient sanieren und Energieeffizient bauen ist halt, ihr bekommt hier nochmal einen Tilgungszuschuss, und der bleibt natürlich jetzt von der Konditionserhöhung erstmal unberührt und macht das Ganze in den meisten Fällen dann halt trotzdem attraktiv. Das war die Zinsentwicklung der letzten 4 Wochen. Wenn ihr hier weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann solltet ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren. Alle 4 Wochen gebe ich hier ein aktuelles Update über die derzeitige Zinsentwicklung, und außerdem gibt es natürlich auf meinem Kanal auch noch weitere nützliche Tipps und Tricks zu eurer Baufinanzierung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.